Herzlich willkommen zum OpenHPI-Kurs Digital Health für Einsteiger. Mein Name ist Erwin Böttinger, Professor Dr. Med. Erwin Böttinger. Ich bin Professor für Digital Health und personalisierte Medizin am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, wo ich auch das Digital Health Center leite. Digital Health, digitale Medizin, Digitalisierung der Gesundheitsversorgung, das sind große Themen in der öffentlichen und politischen Diskussion und in der Diskussion mit den Stakeholders. Was ist das eigentlich? Dazu will ich zur Einführung Ihnen gerne ein kurzes Video zeigen, das einen Alltag simuliert im Jahr 2037. Und dieses Video wurde erstellt von der IGES GmbH hier in Berlin unter Leitung von Professor Bertram Häusler. Viel Spaß beim Zusehen. Ja, ich verstehe Sie ja, aber mir sind die Hände gebunden. Die Leitlinien des Ministeriums geben mir keinen Handlungsspielraum. Gehen Sie den Antrag, wie besprochen, nochmal durch und vereinbaren Sie eine erneute Prüfung. Ich bin sicher, dass der Algorithmus dann eine passende Lösung für Sie finden wird. Ja, danke. Ja, wir sehen uns. Hey, Dina. Hallo, Tim. Schön, dass du mich rufst. Was kann ich für dich tun? Bitte check doch nochmal meine Werte. Der blöde Druck in der Brust geht nicht weg. Standard 1C wiederholen. Gerne, Tim. Dafür benötigen wir eine erneute Messung. Bitte halte deinen Multiscanner an die Stellen, an denen es wehtut. Danke, die Probe liegt vor. Hat sich seit unserem Gespräch heute Morgen etwas an deinem Befinden verändert? Ja, ich glaube schon. Die leichte Übelkeit ist immer noch da und der Druck auf der Brust hat zugenommen. Immer wenn ich einatme, tief einatmen, ist echt unangenehm. Das geht doch was irgendwie über den ganzen Brustkorb herum, wie so ein Ring, der drückt. Und seit dem Mittagessen muss ich immer sauer aufstoßen. Danke für die ausführliche Beschreibung, Tim. Wann hast du das letzte Mal gegessen? Eine halbe Stunde etwa. Danke, Tim. Ich schlage eine Standard-D-Erhebung vor. Danach wissen wir mehr. Standard-D? Mit dem Scanner? Ja, mit dem IC-C3-Scanner. Soll ich das einleiten? Ja, machen wir so. Sehr gut. Bitte setz den IC-C3-Scanner auf dein Device. Ist er geladen? Ja. Danke, Tim. Die Verbindung steht. Es kann losgehen. Wir messen die Positionen 1 bis 3. Position 1, bitte. Danke. Position 2, bitte. Ein bisschen weiter nach außen, bitte. Danke. Position 3, bitte. Danke. Das war's schon. Einen Moment bitte. Die Ergebnisse liegen jetzt vor, Tim. Das EKG ist zu 90% unauffällig. Ein guter Wert. Der Blutdruck liegt bei 150/90 und damit leicht über deinem Standardwert. Um sicher zu gehen, würde ich die Werte gerne einem Experten aus deinem Expertennetzwerk übermitteln. Bist du damit einverstanden? Ja, einverstanden. Danke. Die aktuelle Wartezeit liegt bei unter 3 Minuten. Das Ergebnis wird gleich vorliegen. Unser Archiv meldet Vergleichswerte, die dich interessieren könnten. Möchtest du mehr darüber wissen? Ja. Es gibt Übereinstimmungen von mehr als 95% beim Vergleich der heute gemessenen Werte mit 3 früheren Messungen aus den vergangenen 3 Jahren. Mir fällt auf, dass alle Episoden mit Abweichung von maximal 3 Tagen zum heutigen Datum, dem 22. Juni, stattfanden. Ich habe aber leider keine hinreichenden klimatischen Übereinstimmungen gefunden. Was bedeutet das? Erstmal gar nichts. Ich habe rund um alle 3 Messungen den Geburtstag deiner Mutter im Kalender. Kannst du mit dieser Information etwas anfangen? Nein, weiter bitte.
Die Befunde bei allen drei früheren Messungen waren harmlos. Möchtest du, dass ich in unserer anonymisierten Gesamtdatenbank nach weiteren übereinstimmenden Messungen suche? Nein, nein, nicht nötig. Gut, mir liegt jetzt auch die Meinung des Experten zum aktuellen Befund vor. Das EKG ist unauffällig. Danke, Dina. Ich würde mich heute trotzdem etwas besser fühlen, wenn ich das nochmal persönlich mit jemandem besprechen könnte. Bekommst du kurzfristig einen Termin, der in meinen Kalender passt? Am liebsten mit Frau Dr. Ahlburg. Einen kleinen Moment bitte. Ich schaue gleich nach. Ich kann dir in 2 Stunden einen 10-Minuten-Slot anbieten. 15.30 Uhr bis 15.40 Uhr bei Dr. Ahlburg. Danach hast du noch 20 Minuten bis zur wöchentlichen digitalen Pressekonferenz. Soll ich das für dich buchen? Ja. Liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, in diesem Video wird eine Zukunftsvision präsentiert und illustriert, die wir uns heute kaum vorstellen können. Wir am Hasso-Plattner-Institut und viele Einrichtungen in der privaten und öffentlichen Welt arbeiten aber an den einzelnen Elementen, die erforderlich sind, um so eine Zukunft möglich machen zu können, für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die das möchten. Und dieser Kurs für Einsteiger im Bereich Digital Health wird Ihnen im Verlauf der nächsten 2 Wochen die wesentlichen Elemente nahebringen und erklären, die dazugehören, um so eine Zukunft bauen und erleben zu können. Nämlich, wir haben Charakteristika für die digitale Gesundheitsversorgung von morgen, die weit darüber hinausgehen, ob es eine EPA geben darf, soll, kann oder nicht. Wir sehen in der digitalen Gesundheitsversorgung der Zukunft die Konvergenz von Digital- und Sensortechnologien mit Gesundheit, Gesundheitswesen, Leben und Gesellschaft. Wie im Video klar dargestellt von Sensoren, Datenplattformen, Telemedizin, all die Themen, über die wir heute sprechen, auch Krankenakten, Patientenakten und dergleichen und vieles mehr, unter anderem auch künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Das sind die Topics, die wir Ihnen hier in den nächsten 2 Wochen nahebringen wollen. Das Ganze soll natürlich der Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Bürger sowie der Unterstützung von Leistungserbringern im Gesundheitswesen und den Patienten selbst natürlich dienen, damit sie ihre Krankheit besser bewältigen können und auch mit ihren Gesundheitsrisiken besser umgehen können für bessere Lebensqualität für alle. Digitale Gesundheitsversorgung heißt, dass wir in Zukunft zunehmend patientengenerierte mit medizinischen Gesundheitsdaten zusammenbringen, sprich Sensoren, Wearables, Fitbit und dergleichen mit elektronischer Patientenakte und Unterstützungssystemen, Entscheidungshilfen, damit bessere Entscheidungen auf der Basis von Daten und Information in Echtzeit getroffen werden können. Wir haben natürlich auch zusätzliche Daten aus der Genomik, aus dem Genom. Wir haben Unterstützung mit der Robotik und wir haben Augmented Reality. All das wollen wir Ihnen in den nächsten 2 Wochen nahebringen. Wie ist der Kurs strukturiert? Eine kurze Einführung. Die ersten 5 Segmente werde ich übernehmen, Professor Böttinger. Und wir haben heute das Segment 1.1 mit Digital Health, eine Einführung. Und ich werde Ihnen auch den Kursübersicht geben hier in den nächsten 2 Folien. Im 2. Segment werden wir uns über eine Basisvoraussetzung unterhalten, elektronische Gesundheitsdatensysteme. Und ich stelle die Frage, welche Akte darf es denn sein? Wird ja viel diskutiert dieser Tage in den Medien, in der Politik und darüber hinaus. Natürlich gibt es Implikationen, was die Ethik, die rechtlichen Grundlagen und die gesellschaftliche Entwicklung anbelangt, die sich aus so einer Entwicklung ergeben. Wir wollen im 3. Segment ethische, rechtliche und gesellschaftliche Implikationen erörtern. Und im 4. Segment, 1.4, wollen wir darauf eingehen, wie Gesundheits-Apps, digitale Gesundheitsanwendungen und Geräte, wie wir das im Video gesehen haben, beitragen können, einer besseren Gesundheitsvorsorge als auch einer besseren Behandlung zu dienen.
Und zum Schluss möchte ich auf das eingehen, wo wir selbst an meinem Lehrstuhl und mit vielen anderen Kollegen und Gruppen und Arbeitsgruppen weltweit große Fortschritte machen, nämlich all das zu nutzen, um besser vorhersagen zu können, was Gesundheitsrisiken sind für den Einzelnen, um Prävention besser einsetzen zu können und um Medizin insgesamt mehr auf das Individuum, auf die Person abstimmen zu können. Am Ende dieser Segmente gibt es ein kleines Quiz und am Ende der Woche auch ein Assessment, eine Aufgabe, die Sie selbst lösen können. In der zweiten Woche übergebe ich an meine Kollegen hier am Digital Health Center am Hasso-Plattner-Institut, Professor Bert Ahnrich und Professor Christoph Lippert. Professor Ahnrich ist der Professor und Chair für Connected Health und er wird in den Segmenten 2.1, 2.2 und 2.3 über Gesundheitsmonitoring sprechen, Anwendungen von Sensoren, von Wearables, um Daten aus dem Alltag zu übertragen, die uns helfen können, ein besseres Monitoring von Gesundheit, aber auch Gesundheitsproblemen oder Krankheitsverläufen zu ermöglichen. Er wird darauf eingehen, was die Spannungsbogen sind, nämlich bequem und komfortabel versus Qualität der Daten. Und er wird auch im letzten Segment 2.3 seines Beitrages über Smartwatches und Nutzung von Smartwatches und dergleichen sprechen. Den letzten Part wird Herr Professor Lippert übernehmen und in drei Segmenten über maschinelles Lernen, klassisches maschinelles Lernen, über Deep Learning und auch über Expertensysteme, sogenannte klassische KI-basierte Systeme sprechen, von denen ja auch viel die Rede ist und er wird Ihnen nahebringen, was die wesentlichen Punkte, die wesentlichen Elemente und Unterschiede sind. Auch da am Ende eines jeden Segments ein kleines Quiz und am Ende ein Assessment, eine Aufgabe. Und dann ganz am Ende des Kurses haben Sie, wie bei OpenHPI-Kursen üblich, noch eine Woche, um eine Prüfung online selbst abzulegen. Viel Spaß im Kurs und viel Glück beim Lernen und mit den Aufgaben. Schönen Tag.